Also ich bin Olivia Peter, habe heute die Veranstaltung moderiert, durfte Wir sind Zukunft moderieren und auch eben die Bausteine Arbeit, Leben und Karriere, wie das ineinander fließen kann. Ich fand es wahnsinnig spannend, sehr viele unterschiedliche Bereiche, Lebensbereiche und auch Arbeitsbereiche haben wir gehört, haben wir vorgestellt gekriegt. Also man kann sich einfach viel fürs eigene Leben auch daraus mitnehmen. Mediziner zu werden ist eines der schönsten Aufgaben, die wir im Staat also bieten können. Und ich freue mich über jeden, der Medizin studiert. Mir ist es ein ganz großes Anliegen, dass jeder in Österreich bleibt. Und hier möchte ich alle Rahmenbedingungen setzen, dass alle motiviert sind, bei uns zu bleiben. Was sind die drei Hauptgründe, in einem Land zu bleiben oder ein Land zu verlassen? Das ist in erster Linie die Ausbildung bei Jungärzten, das sind die Arbeitsbedingungen und das ist dann selbstverständlich auch das Einkommen. Geld ist nicht die oberste Motivation. Das Wichtigste ist eine gute Ausbildung und sind gute Arbeitsbedingungen. Und dann werden die Ärzte auch im Land bleiben und nicht, so wie es jetzt der Fall ist, das Land verlassen, Österreich verlassen. Als Arbeitgeber muss man heutzutage attraktiver sein denn je, auch als Organisation. Da beginnt es bei den Ausbildungsmöglichkeiten, die ich biete, aber auch die individuelle Weiterbildung meiner Mitarbeiter. Da muss man mal grundlegend ansetzen, wie kann ich Prozesse optimieren, Effizienz schaffen, ohne dass ich die Methoden der letzten 50 Jahre einsetze, sondern neuartig denken kann. Das fängt an von Kinderbetreuung bis Teilzeitoption in der Ordination, dass man gemeinsam eine Ordination führt zum Beispiel. Die jungen Kolleginnen möchten auch Freizeit, möchten die Möglichkeit für Sport haben, möchten die Möglichkeit für Reisen haben. Wir wollen mit diesem Format junge Ärztinnen und Ärzte ansprechen, von ihnen auch hören, was sie von der Zukunft wollen. Man muss auf die Jugend zugehen und muss von der Jugend erfahren, was sie will. Dann kann man danach handeln. Die Generation, die vor mir sogar war, von der haben wir gelernt, dass man nur ein guter Arzt oder eine gute Ärztin ist, wenn man 24/7, 365 Tage im Jahr da ist, für Patientinnen und Patienten da ist. Und ich glaube, dass das sehr viele heute abschreckt. Und ich glaube, das ist so ganz wichtig, den jungen Leuten, die sich für den Beruf so interessieren, einfach zu sagen, von diesem Berufsbild, das ständig da sein zu müssen, dass man das einfach revidiert und richtig stellt, dass es nicht mehr sein muss. Ich habe heute gesagt, dass ich noch immer gerne Arzt bin und dass ich das auch in 25, 30 Jahren noch sehe. Aber damit es so ist, ist es ganz wichtig, dass wir heute schon darüber reden, wie wir uns vorstellen können, nur in 25 oder 30 Jahren in diesem Beruf tätig zu sein. Da geht es um Fragen der Ausbildung, da geht es um Fragen der Arbeitszeit und da geht es ganz, ganz stark um die Fragen, wie kann ich heute eine medizinische Karriere machen, ein erfülltes Berufsleben haben und das aber in Einklang bringen mit einer Familie, mit Freizeit und Hobbys. Ja, also für mich ist ganz wichtig, dass alle wissen, dass man auch neben der Arbeit ein ausgewogenes Leben und eine Balance finden kann, eben ob das Sport, Musik oder ob das eben das Vereinsleben ist und man sich nicht fürchten muss und alles aufgeben muss, nur weil man jetzt einen sehr verantwortungsvollen Beruf hat. Ich glaube, wenn man die nachkommende Generation ernst nimmt und ihre Bedürfnisse ernst nimmt, das heißt, dass Männer und Frauen teilhaben wollen, sowohl an einem beruflichen, erfolgreichen Leben als auch einem Familienleben, dann wird man nicht darum herumkommen, auch im Bereich der Ärzteschaft, den Krankenanstalten Rahmenbedingungen zu schaffen, die eben beides ermöglichen. Ich finde, es ist wichtig, dass man, wenn man an die Zukunft denkt, auch daran denkt, was man jetzt investieren muss, um dann in der Zukunft die Früchte zu ernten. Und gerade wenn man über Lehre spricht, muss man einfach sagen, wenn man jetzt die Zeit investiert, uns was beizubringen, spart man sich auf lange Sicht viel Zeit, weil wir Tätigkeiten übernehmen können, die uns erklärt wurden. Und ich glaube, dass man das einfach in Zukunft verinnerlichen muss.